Was? Wir haben schon 2018? Und... Oh mein Gott, und schon Ende Januar? Okay, ja, dann komme ich wohl ein bisschen zu spät. Ich würde vorschlagen, wir vergessen das einfach und sagen einfach, wir hätten den 1.1. oder so und ja, präsentieren die besten Filme 2017. Ja, genau. Ja, so machen wir das jetzt einfach. Ja. Ich habe hier ein Video mit dem besten Film 2017. Es ist keine Top 10, sondern eher eine Empfehlung für Leute, die vielleicht den einen oder anderen Film verpasst haben. Ja. Ja, ich habe das Ganze in 4 Kategorien hier eingeteilt und am besten fangen wir an mit Marvel bzw. DC-Filmen an, also Superheldenfilme. Und ich denke einfach, wenn ihr DC- oder Marvel-Fan seid, dann habt ihr die Filme sowieso geguckt und ich muss sie euch nicht nochmal empfehlen. Aber einer sticht da ganz besonders raus und den wollte ich nochmal ansprechen. Hier handelt es sich natürlich um Logan, denn verflucht war der gut. Wir haben ja eine kleine Review dazu gemacht und ich packe euch das gerne in die Videobeschreibung, wo wir uns verflucht nochmal nicht belogen haben, denn wir fanden den tatsächlich ziemlich gut. Der ist dieses Jahr auf jeden Fall einer unserer Top-Filme, Top-3-Filme, weil er einfach aus dem Schema rausspringt, was eben Marvel und DC derzeit machen. Er ist erwachsen, er hat eine tiefe Story. Ich persönlich finde Logan deshalb so gut, weil er eben so handgemacht und so geerdet ist. Es gibt nicht den großen Bösewicht, der irgendeine Erde explodieren lassen will und man muss ihn daran hindern, weil er einfach machtgeil ist. Nein, hier geht's viel tiefer. Es geht um die Vergänglichkeit der Superhelden an sich. Er ist total geerdet und ich denke, ich spreche da auch ganz für Finn, wenn ich sage, den müsst ihr sehen, falls ihr den verpasst habt, tut den euch an. So, und das war's auch eigentlich schon mit der ersten Kategorie, weil die anderen, klar, gab sowas wie Wonder Woman, den ich persönlich jetzt eigentlich eher nicht so geil fand. Der war eben, na, das ist eben, was man erwartet. Und Spider-Man Homecoming ist jetzt die verflucht nochmal dritte Adaption von Spider-Man. Tatsächlich eine gelungene, aber auch wieder das, was man erwartet. Wie gesagt, man langweilt sich mit dem Film nicht, viel mehr eigentlich auch nicht. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Das sind die Oscar-Filme von letzten Jahr. Tatsächlich laufen die immer bei uns natürlich in den Anfangsmonaten, Januar, Februar, März. Die kann ich auch schnell abhandeln, weil ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Das werde ich wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder machen. Und da habe ich schon den Großteil der Filme angesprochen und gesagt, worum es geht in dem Film, was die besonders macht und so weiter. Die packe ich auch gerne in die Videobeschreibung. Aber worauf ich hinaus will, ist, die Kategorie ist eigentlich auch relativ übersichtlich. Man kann sich La La Land ohne Probleme angucken. Manchester by the Sea ist tatsächlich sehr hoch bei mir drin, weil der mich nachträglich noch sehr beschäftigt hat. Fences finde ich super gut, weil es quasi so ein Theaterstück ist, was verfilmt wurde und einfach nur durch Dialogen besteht und vorangetrieben wird. Das fand ich richtig super, weil da so viel geredet wird. Ist nichts für jeden, aber wer sowas mag, der hat damit wahrscheinlich seine helle Freude. Wie ich. Und ja, die sind alle in diesem Oscar-Video drin, deswegen halte ich mich da kurz. Ein Film, der nicht drin war, ist Moonlight. Den konnte ich erst nach dem Video sehen. Hab den mir auch angeguckt und ja, was soll ich sagen? Es wird quasi gezeigt, wie ein schwarzes Kind im Ghetto-Verhältnissen in Miami, glaube ich, aufwächst und darüber hinaus noch schwul ist und dies und das und ist quasi in 3 Kapiteln unterteilt. Ziemlich interessant erzählt und hat auch den einen oder anderen Kniff, wo man sagt, hey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und auch handwerklich sieht ja ganz gut aus. Mir hat diese dokumentarische Shaky-Kamera, dass einer so overschulder andauernd mitgelaufen ist, das hat mich ein bisschen gestört. Aber ja, man muss definitiv Lust auf so einen Film haben. Und ich denke, wenn ihr mal euren Arthouse-Filmgelüsten gerecht werden wollt, dann guckt euch den gerne an. Der könnte was für euch sein. Und damit haben wir auch schon die Oscar-Kategorie abgehandelt. Aber jetzt wird es ein bisschen breit gefächerter. Denn jetzt kommen die Mainstream-Filme. Nennen die Kategorie jetzt mal Mainstream-Filme, ohne das abwertend zu nennen, sondern einfach, weil ich denke, die Filme muss ich nicht unbedingt vorschlagen, weil für die groß Werbung gemacht wurde oder ich
ich einfach voraussetze, so, hey, den hat wahrscheinlich irgendjemand irgendwie mal mitbekommen und vielleicht ist er dann schon reingegangen. Also vielleicht taucht hier der ein oder andere Film auf, den ihr schon kennt und deswegen habe ich die einfach Mainstream-Filme genannt. Der erste Film ist Get Out und ohne zu viel zu verraten, ein Schwarzer mit seiner weißen Freundin wird eingeladen, die weiße Familie eben kennenzulernen und gibt so ein paar Bedenken. Also der Film spielt schon damit, dass so Schwarz und Weiß immer noch so ein Thema ist und nimmt dann im Laufe des Films eben komische Züge an, wie man eben schon im Trailer sieht. Die Leute verhalten sich irgendwie merkwürdig, aber ohne zu viel zu verraten, ich fand den ganz gut, aber auch nicht so gut, wie er gehypt wurde, denn im Kino ging er wohl, oh Mann, hätte ich jetzt nie erwartet und dies und das. Im Endeffekt ist die Sache rund, es ist ein super Film, guckt euch den an, der ist wirklich nicht schlecht, aber erwartet jetzt auch nicht das Ober-Mega-Kino. Es ist eine kleine, feine Geschichte und das war's eigentlich. Nicht jeder Film muss das Bombastfilm sein, von daher macht er eigentlich schon sehr viel richtig. Und da wir bei sehr viel richtig sind, unser nächster Film ist nämlich S und S fand ich richtig, richtig gut. Also der ist bei mir sehr weit oben, denn die einzige Kritik, die man gegenüber S haben kann, ist, dass er nicht wirklich gruselig ist oder der Horrorfilm überhaupt. Allerdings bin ich jetzt fast Ende, Anfang 20. Ja, ich bin Mitte, Ende, Anfang 20 und ganz ehrlich, nicht so viele Filme schaffen es, mich einfach zu gruseln, dass ich nur noch Angst habe und ausmache. Deswegen hatte ich gar nicht so die Erwartung, dass S jetzt unbedingt der Horrorfilm ist, weil ich auch denke, dass der eher für Kinder ist oder eben für Jugendliche, so 14, 15, 16 und der ein oder andere Moment ist schon, ich möchte nicht sagen gruselig, aber schon erschreckend. Die Jumpscares gehen mir normalerweise tierisch auf den Sack, aber da wurde es relativ clever gemacht. Da hielt sich das in Grenzen und ich dachte mir, oh, was für ein Jumpscare-Massaker. Tatsächlich fand ich den Film deswegen so gut, weil der einfach alles richtig macht. Du hast einen super Cast aus Kindern bestehend, was dem Film nochmal eine ganz andere Dimension, finde ich, gibt. Und du hast dann eben diese Coming-of-Age-Story, die mich irgendwie auch mehr interessiert als jetzt so, oh, wann verkrieche ich mich unter die Decke? Der nächste Film ist Split. Ich probiere mich jetzt kürzer zu fassen, damit es hier schneller geht. Split hat eine unglaubliche Fanbase und die auch zu Recht, würde ich sagen. Der Film ist ein bisschen lang, so 20 Minuten weniger, aber er ist wie Get Out. Die beiden schlagen eigentlich in dieselbe Kerbe von die Art Film, die sie sind. Da fand ich Split aber den etwas besseren. Und das hat mit dem Ende zu tun. Ja, ich will da nichts spoilern oder wie auch immer. Ich fand den Film sehr gut. James McAvoy ist in diesem Film sehr gut, weil er spielt da mehrere Persönlichkeiten. Klar, für einen Schauspieler ist das nichts Besonderes. Der wird ja dafür bezahlt, dass er in Rollen reinschifft. Deswegen denke ich mir, dass er sehr viel Spaß dabei hatte, die verschiedenen Rollen parallel zu spielen oder ebenso kurz aufeinander folgend. Hätte mir aber gewünscht, dass er noch mehr Rollen spielen kann, weil es wird irgendwie gesagt, dass er irgendwie 27 Persönlichkeiten oder sowas hat und am Ende sieht man nur drei. Aber das schadet den Film eigentlich nicht so doll. Wie gesagt, auch eine ganz klare Empfehlung von mir. Hier haben wir Blade Runner 2049. Da muss ich ein bisschen Abstriche machen, denn ich höre eigentlich von allen Seiten, dass der übergut ist und ich habe ihn auch gesehen. Ich hatte aber das Problem, dass im Kino zwei Bengels hinter mir saßen, die ganze Zeit ihre verdammte Fresse nicht halten konnten und deshalb haben die mir so ein bisschen den Film versaut. Ich hoffe, im Kino wird mal wieder Personal eingestellt, die Leute einfach rausfeuern, die da zu laut sind und anderen den Kinospaß verderben. Zu Blade Runner kann ich deshalb relativ wenig sagen. Blade Runner ist auch nicht für jeden was. Der geht arschlange und die Story wird auch sehr langsam erzählt. Also ist nicht unbedingt für jeden. Deshalb kann ich verstehen, dass der ein oder andere sagt, oh, Blade Runner, der geht so lange, es passiert nichts. Guckt euch am besten Blade Runner 1 an, also den normalen Blade Runner. Und dann könnt ihr bei YouTube, da gibt es drei Kurzfilme zu Blade Runner 2049. Die könnt ihr euch angucken, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Das macht gerade, wenn man dann den Film sieht, den zweiten Teil, sage ich jetzt mal, dann macht es so ein richtiges, schönes Universum draus und man hat dann so eine Art Timeline, an die man sich hochziehen kann. Und das finde ich sehr gut, dass Blade Runner sowas schafft, so eine Welt zu kreieren, die wirklich sehr gut eingefangen ist. Mich würde nicht wundern, wenn wir da nochmal bei den Oscars irgendwas hören, weil Blade Runner sieht wirklich verdammt, verdammt gut aus. Und wem das schon reicht, also mir hat's gereicht, sollte sich den auf jeden Fall angucken, auf einen so großen Bildschirm wie nur möglich. Wir haben noch zwei Filme, einer davon ist Dunkirk und zu den Filmen kann ich
mich auch relativ kurz fassen. Es ist ein Christopher Nolan Film und ich mag Christopher Nolan Filme überdoll, aber ich habe den bisher nur einmal geguckt, der hat mich so doch sehr verwirrt. Normalerweise bin ich das nicht bei den Filmen, weil ich eben weiß, was mich erwartet. Aber irgendwie, da der Film mit verschiedenen Zeitebenen spielt und die ineinander verwischen, was ja Christopher Nolan sehr gerne macht, kam ich nicht so richtig rein und ich halte mich kurz. Eine Story ist relativ wenig und wird auch nicht in so einem klassischen Armeefilm erzählt, was ich ziemlich gut fand, aber auch ziemlich schlecht, weil ich hatte in dem Film tatsächlich kein so, okay, das ist mein Guy, ich hoffe, der überlebt oder wie auch immer. Tatsächlich sind alle irgendwie gleichwertig und man kann sich eigentlich an keinen so richtig binden, außer an Tom Hardy, weil der einfach mal ein überkrasser Pilot ist. Schlussendlich will ich dazu nur noch sagen, der sieht super aus und ist inszenatorisch. Ist das ein Wort? Jetzt ist es dein Wort. Ihr habt zuerst gehört bei Ottawa. Inszenatorisch ist der super. Er spielt mit der wenigen Handlung, die er eigentlich hat, die kostet da voll aus und untermalt die mit super Bildern. Aber, um zum Negativen zu kommen, er ist, finde ich, auch einer der schwächeren Nolan-Filme. Ich weiß nicht warum, vielleicht gefällt er mir besser, wenn ich ihn noch ein zweites oder ein drittes Mal gucke. Aber ich gebe trotzdem eine Empfehlung, weil er doch irgendwie anders ist. Kommen wir zum letzten Film bei Mainstream-Kino und der verdient das Prädikat wohl am meisten, denn es ist Star Wars 8. Star Wars 8, da habt ihr wahrscheinlich schon viel gehört oder selbst gesehen, wie auch immer, deswegen halte ich mich da kurz. Wenn man den Film im 4 Viertel aufteilt, ist das erste Viertel gut, das zweite Viertel ist ein bisschen langatmig und auch eigentlich langweilig, wenn man mal jetzt ehrlich ist. Und im dritten Viertel nimmt er wieder Fahrt auf und im vierten Viertel ist es einmal mal super gut. So fand ich das. Er hat seine Schwächen, aber er hat auch coole Sachen, die ich jetzt hier in den Rahmen nicht weiter ausführen werde, denn ich will ja nur eine kurze Empfehlung abgeben. Es ist ein Star Wars, gefällt bestimmt nicht jedem, aber er ist okay. Also er gefiel mir besser als Episode 1, 2 oder 3. Und das nicht verwechseln mit 4, 5 und 6. Meine lieben Leute, und das ist schon die dritte Kategorie und jetzt kommen noch ein paar Geheimtipps, die mache ich auch ganz kurz. Die Kategorie Geheimtipps, es ist die Art von Film, wo ich denke, die hat kaum einer von euch gesehen, weil die einfach total unter dem Radar liefen, aber super gut sind, weil es meistens Genre-Filme sind. Und da haben wir zum ersten The Girl with All the Gifts. Das ist quasi ein Zombie-Film, wenn man so will, mit Last of Us-Look. Und tatsächlich ist da die erste halbe Stunde ein bisschen komisch, aber dann wird es besser und besser und besser. Es ist ein kleiner Film, der hat bestimmt nicht viel gekostet. Das sieht man ihn teilweise auch an. Aber er versucht es gut zu verstecken, dass er nicht so viel gekostet hat und gelingt ihm auch mal mehr, mal weniger. Und das Ende ist richtig gut. So ein schöner Indie-Film gibt es für einen schmalen Taler als DVD oder Blu-ray zu kaufen. Gönnt euch den mal, der ist wirklich nicht schlecht. Und ja, solche Filme mag ich einfach, die ein bisschen so aus ihrer Komfortzone sind. Deshalb The Girl with All the Gifts, sehr gut. Noch ein Film, den wahrscheinlich kaum einer auf dem Zettel hat, ist Die Taschendiebin. Die Taschendiebin ist von dem Regisseur von Oldboy. Falls ihr mal asiatisches Kino ausprobieren wollt, guckt euch Oldboy an. Da habt ihr eigentlich schon den besten Film, der da so rumsteht. Aber bin ein Riesenfan von Park Chan-wook, das ist der Regisseur. Der macht immer so, ich nenne es jetzt einfach mal Ghetto-Geschichten. Nicht, dass die im Ghetto spielen, aber die sind so dreckig und so rau und immer irgendwie was anderes. Und das gefällt mir sehr gut. Falls ihr auf asiatische Filme steht oder die mal ausprobieren wollt, guckt euch Filme von ihm an. Die sind eigentlich recht gut. Und Die Taschendiebin, der geht 2,5 Stunden oder so und hat Hollywood-Look, was nicht allzu häufig vorkommt. Und in dem Film geht es darum, dass eine ärmliche Taschendiebin bei einer reichen Erbin unterkommt und die Taschendiebin soll versuchen, sie dazu zu bringen, dass sich die Erbin in einen weiteren Trickbetrüger verliebt. Klingt erstmal nicht so spannend, aber der Film wird euch das ein oder andere Rätsel aufgeben und im Laufe der Geschichte verfolgt eben jeder seine eigenen Ziele und irgendwann kippt dann eben die ganze Sache und man erfährt das ein oder andere. Dann gibt es ein großes Hin und Her, weil die einen denken, hey, es läuft alles nach meinem Plan und die anderen denken, es läuft nach ihren und so weiter. Hört sich jetzt ziemlich komisch an, weil ich eben nicht den Film vorwegnehmen will. Aber wenn ihr den mal irgendwo seht, könnt ihr euch den gerne holen. Müsst aber auch ein bisschen asiatisches Overacting in Kauf nehmen. Ich weiß, die Erklärung war ein bisschen doof, aber ich habe den Trailer drunter gelegt. Wenn euch der Trailer quasi zusagt, dann guckt den Film, holt ihn euch irgendwie und dann ist gut. Kommen wir zum nächsten Film. Hier haben wir jetzt Boston. Da war ich mir nicht so sicher, ob der eher Mainstream ist oder nicht. Boston ist wirklich ein packendes Psychodrama. Boston ist quasi eine Dokumentation, die als Spielfilm aufbereitet wurde. Es geht um die Anschläge 2013 in
Boston bei einem Spendenmarathon. Also quasi durch den ganzen Film weg herrscht eine bedrückende Stimmung, weil der Film setzt voraus, dass du weißt, dass diese Anschläge existiert haben und schafft schon im Vorfeld eine bedrückende Stimmung, dass du eben weißt, an dem Tag passiert irgendwas. Und ja, das ist quasi, mehr braucht man zu der Story gar nicht erzählen. Es wird dann eben aufgeklärt, wie die Polizeiermittlungen eben ungefähr stattgefunden haben sollen und dies und das. Wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken, es ist keine Dokumentation. Es wurde als Spielfilm gedreht und ich fand ihn super gut. Man muss allerdings dazu sagen, dass es immer ein bisschen befremdlich ist, wenn man sagt, hey, ich fand den Film gut, obwohl eben so ein Ereignis stattgefunden hat. Und deswegen bewerte ich den Film gerade nur als den Film, der er ist. Wären zum Beispiel die Ereignisse nicht real gewesen und der Film wäre trotzdem so, hätte den mit Sicherheit jeder gefeiert für seinen Realismus und so weiter. Und deswegen, man kann sich angucken, darf aber nicht erwarten, dass du danach die beste Laune hast. Wenn ihr den seht, ihr könnt ihn euch, denke ich, angucken. Aber genug von Boston, gehen wir doch nach Detroit. Diese Überleitungen, Mann. Detroit. Detroit ist deshalb auf meinen Geheimtipp, weil wahrscheinlich kaum einer den gesehen hat, weil selbst ich in Berlin hatte Schwierigkeiten, überhaupt ein Kino zu finden, was diesen Film ausstrahlt. Und Detroit lief tatsächlich relativ wenig, meiner Meinung nach zu Unrecht, denn es ist ein sehr guter Film von Catherine Bigelow. Die hat zum Beispiel The Hurt Locker gemacht, falls ihn einer von euch gesehen hat. Sie ist dafür bekannt, dass sie anspruchsvolle Themen sehr dokumentarisch und sehr geerdet eben auf die Leinwand bringt. Und in dem Film geht es darum, dass in Detroit der 1960er massive Unruhen herrschten, dass sogar die Nationalgarde in der Stadt quasi waren und für Ordnung sorgen mussten. Polizeigewalt gegen Afroamerikaner war an der Tagesordnung und das wird auch thematisiert. Gerade im zweiten Drittel sehr stark und sehr ausufernd. Der Film ist ein bisschen lang, er nimmt sich teilweise sehr viel Zeit, aber wird nie langweilig. Ich weiß, das ist jetzt wieder hier so ein Drama-Ding, was nicht jeder mag, aber ich fand ihn sehr gut, weil er eben super inszeniert ist. Ich glaube, von denen hören wir das ein oder andere Mal noch. Er ging ein bisschen unter und deshalb auch mein Geheimtipp. Und kommen wir zu meinem Lieblingsfilm 2017. Das ist 7 Minuten nach Mitternacht. Darum geht es, dass ein kleiner Junge mit seiner familiären Situation zu kämpfen hat, weil seine Mutter hat Krebs in Endstadion und steht nicht und es sieht nicht besonders gut aus. Und ja, der Junge hat Probleme in der Schule, bla bla bla. Hört sich alles ziemlich dramamäßig an, aber irgendwann erscheint eben so eine Art End. Es ist ein Baumann. Und der kommt eben an und sagt, ich erzähle dir 3 Geschichten und wenn ich das 4. Mal zu dir komme, erzählst du mir eine Geschichte. So viel zu der Geschichte. Die klingt jetzt nicht so spannend, wenn ich die erzähle, einfach weil ich das nicht so gut kann. Aber ich fand den Film richtig gut in den Szenen, wo die Geschichten erzählt werden. Und er geht super mit dem Kernthema, was er behandelt, finde ich, geht er super um. Und das möchte ich hier jetzt natürlich nicht vorweg verraten. Nicht, weil es ein großer Spoiler ist, sondern einfach, weil es eben das Ende ist und ein Ende des Films verrät man eben einfach nicht. Der Film ist im Großen und Ganzen eher eine kleine Produktion, sieht aber besser aus, als er sein müsste. Also ähnlich wie bei Whiplash vor 2-3 Jahren. Man könnte, wenn man das Drehbuch liest, so wenig daraus machen und es wäre okay, aber man sagt sich, hey, das sind die kleinen Dinge und die machen den Film gut. Gerade die Geschichten von dem Baum, die erzählt werden, wurden in so einer gezeichneten Märchenanimation quasi immer erzählt. Das war immer sehr cool und man hat sich eigentlich auf die nächste Geschichte gefreut. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein bisschen ausschweife, aber ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut und kann den nur jedem ans Herz legen. Aber auch hier geht, er gefällt nicht jedem. Und ja, das war meine kurze Abhandlung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Alpha Otter sagt Tschüss.